Wir bauen eine Modellbahn und jetzt geht's langsam los mit dem Landschaftsbau. Ich habe ein bisschen was organisiert, denn bisher waren wir noch auf meiner Tischplatte. Aber jetzt soll natürlich die Anlage langsam ein bisschen Gestalt annehmen. Und ich habe mir was organisiert, das zeige ich euch mal ganz kurz in die Kamera hier hinein. Das ist von der Firma Auhagen. Die haben so ein Unterbausystem hier gebaut, wo man sich quasi so Tische formen kann. Und ich zeige das nochmal ganz kurz in groß bei mir mit so einer riesengroßen Platte. Ihr seht, vorne an der Seite sind so Bohrungen drin. Ich schiebe das nochmal kurz ein bisschen nach vorne, damit ihr das sehen könnt. Ist extrem leicht, was wir hier haben. Also kann ich jetzt hier mit zwei Händen schön fassen und an diesen montierten oder an diesen vorgebohrten Quadraten, da kann man eben dann weitere solche Platten dran montieren. Sind schön stabil. Und man kann dann vor allem die Tischbeine unten noch dran schrauben. Ich habe mal so ein Tischbein hier mitgebracht. Und dann können wir später unsere Anlage auch gleich auf den Boden stellen. Hier nochmal die Höhe ausgleichen. Und dementsprechend müssen wir jetzt nicht zum Schreiner gehen, sondern können das hier mal als fertiges System hier uns schon mal holen. Hier könnt ihr das nochmal sehen. So sieht das aus. Also von Auhagen gibt es dann so Platten. Da gibt es dann ganz verschiedene Module. Da gibt es dann auch so Eckmodule, falls ihr um die Ecke bauen wollt. Dann könnt ihr auch da nochmal euch was besorgen. No, also das kann ich euch durchaus ans Herz legen, sich zu überlegen, worauf soll eigentlich meine Anlage stehen? Soll die auf dem Teppich stehen? No, räume ich sie am Abend wieder weg oder am nächsten Morgen nach einer schönen durchspielten Nacht? Oder habe ich sie auf einer Platte, auf dem Dachboden oder im Keller oder einem Hobbykeller? Und wenn das jetzt was sein soll, wo ihr euch eine schöne kleine Anlage baut, dann kann man das hier sich zum Beispiel überlegen. Schön an dem Thema ist, dass es sehr modular ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mir ein Gleis überlegen würde, das vielleicht an der Seite aufhört, hier an der Seite, dann kann ich auch überlegen, ob ich meine Anlage irgendwann erweitere oder ob ich so Modulkästen nehme, dass ich sage, ich baue so Dioramen und dann geht es einfach hier irgendwann am Gleis weiter und dann trifft man sich mit Freunden und baut da vielleicht dann unterschiedliche Module. Der eine baut vielleicht ein bisschen moderner, der nächste hat dann eine Kirmesanlage, der nächste hat dann ein Betriebswerk, dann ist wieder einer dabei, der hat dann vielleicht einen schönen Bahnhof und dann kann man sich natürlich auch mit so Modulkästen ein bisschen treffen. Gibt es also schöne Erweiterungsmodule. So, die ersten Gleise liegen schon bereit und ich habe ganz viel eingekauft und mir besorgt bei den Händlern, war im Laden und habe zum Beispiel Konstruktionssets besorgt. Ich habe Häuschen besorgt, ich habe Leute besorgt, also kleine Figuren, Beleuchtung, alles Mögliche. Und eins habe ich noch gesehen, fand ich auch sehr praktisch. Schaut mal hier, so ein Gleiswendel. Also wenn ihr gleich nach oben gehen wollt, könnt ihr hier sehen, also auch da habt ihr gleich was, womit ihr nach oben bauen könnt. Ich drehe das mal kurz um, dann kann man das hinten schön sehen. Da können wir jetzt also so eine Helix bauen. Dann könnt ihr auch zum Beispiel zweistöckig bauen. Könnt unten versteckt so einen kleinen Schattenbahnhof bauen und oben drüber, wump, 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 auf der zweiten Ebene geht es dann weiter. Hier sieht man das mit einem schönen Foto, wie dann zum Beispiel so eine Anlage aussehen könnte. Hier sieht man, das da ist schon fertig gebaut und auf der rechten Seite geht es dann quasi achterbahnartig nach unten. Achterbahn nicht ganz, denn der Zug fährt hier auf einer schönen normalen Steigung, sodass er eben auch nicht entgleist und sich da auch nicht raufquälen muss und die Motoren eben schön bleiben. So, da sind solche Sachen drin und was sehr praktisch ist, da sind auch solche Bretter dabei und die werden wir vielleicht mal verwenden die nächsten Tage und werden hier uns einfach die Trassen drauf machen, weil wir müssen jetzt nicht gleich dreistöckig werden, aber auch hier, um ein bisschen nach oben zu kommen, könnten wir zum Beispiel schon so vorgesägte Konstruktionsplatten hier nehmen. Oder wir nehmen so ein Konstruktionsset von der Firma Heki zum Beispiel. Na, dann kann man sich damit entweder Mauern oder Steine selber machen oder kann dann hier zum Beispiel auch schon so Betonböden einritzen. Da kann man tolle Mauern damit machen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Apropos Mauern, habe ich noch was mit dabei. Schaut mal her, gibt es auch, nennt sich Steinkunst, kommt von der Firma Vollmer und die bauen zum Beispiel auch schon solche Platten. Sieht ein bisschen aus wie Kopfsteinpflaster und das ist auch vom Material her so, dass es extrem dreidimensional ist. Also das fühlt sich nicht nur so an, sondern es sieht auch so aus. Na, und das kann man zum Beispiel auch noch nehmen. Dann kann man hier sich seine Straßenplatten noch machen. Also eine ganze Menge an Inspiration, was wir hier jetzt eigentlich alles finden. Was habe ich noch mitgebracht? Beleuchtungen. Oh, hier, guck mal, ich habe noch ein Häuschen gefunden. Das passt wunderschön zu unserer Baustellenpackung. Ja? Also wenn wir zum Beispiel jetzt die hier nehmen, die Baustellenpackung von Märklin. Was würde am besten dazu passen zu einer Baustelle? Eine Baustelle, ne, dachte ich mir. Und da hätten wir eine. Hier haben wir ein halbfertiges Haus von Faller. Ne, das ist also noch nicht ganz fertig. Und damit es ein bisschen schneller geht hier beim Basteln,
habe ich schon mal fertig gebaut für euch. Also besser gesagt, halbfertig. So sieht es nämlich dann aus, unser halbfertiges Haus. Und das können wir, ich gehe jetzt mal kurz auf die andere Seite rüber, dann seht ihr das besser. Das können wir zum Beispiel jetzt auch quasi einbauen in die Anlage. Und da müssen wir ein bisschen nach oben kommen. Man sieht es, glaube ich, hier auf dem Foto sehr schön. Ja, die haben das sich so gedacht, dass es hier oben dann, ja, dann unten ebenerdig runtergeht mit der Treppe. Wo ist die Treppe? Hier ist sie. Ja, da muss man die noch ein bisschen hier einbauen. Und dann könnte man hier so ein halbfertiges Häuschen irgendwo schön schon mal vergraben. Na, vielleicht bauen wir das auf unserer Anlage mit ein. Was habe ich noch mitgebracht? Ich habe mitgebracht eine Garage, eine Lagerhalle. Auch von Auhagen, also von derselben Firma, die dieses Unterkonstruktionsset gemacht hat. Vielleicht machen wir so ein bisschen Industrie hier, so ein bisschen so eine Spielanlage mit ganz vielen Weichen, wo die Züge hin und her rangieren können, mit einer kleinen Baustelle daneben. Vielleicht gibt es auch noch eine Lokhalle, wo dann unsere schöne Dampflokomotive stehen kann, aus der zweiten Startpackung hier zum Beispiel. Hier, schaut mal, da haben wir eine schöne Dampflok mit dabei. Und die kann ja auch auf einer modernen Anlage rumstehen, halt vielleicht in so einem Betriebswerk, so ein bisschen museumsanlagenmäßig, dann könnte man die da auch noch unterbringen. Ne? Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und natürlich muss auf so einem Betriebshof auch ein bisschen Licht sein, damit die Menschen was sehen können. Habe ich noch eine Leuchte mitgebracht, hier von der Firma Busch ist das in diesem Fall, die das herstellen. Sehr schöne Holzmastleuchte, die passt natürlich wunderbar dann zum Beispiel so neben so eine Fabrikhalle hier an der Seite. Dann kann man die auch gleich noch bauen. Ja, und wenn ihr einfach Spaß haben wollt, gibt es auch noch lustige Figuren. Die müssen dann nicht immer dazu passen. Ja, also kann man auch mal einen lustigen Gag machen. Ich habe zum Beispiel hier Pinguin gefunden. Guckt mal her. Kleiner Pinguin mit dabei. Hier könnt ihr sehen, der kleine Pinguin. Oder hier nochmal ein kleiner Eisbär auf einer kleinen Eisscholle. Gibt es auch. Es gibt total lustige Figuren, alles Mögliche, was ihr euch organisieren könnt. Ich habe aber auch ganz viele Bauarbeiter und Gleisbauarbeiter gekauft, die man dann dementsprechend auch nochmal hier auf die Anlage setzen kann. So, was brauchen wir noch? Prellböcke habe ich organisiert. Solche hier, ne? Damit wir dann später für unsere Anlage auch nochmal das Gleis irgendwo enden lassen können. Und ich habe noch was organisiert. Nämlich ein Entkupplungsgleis mit der passenden Leuchte dazu. Ne? Entkupplungsgleis bedeutet, hier können dann unsere Wagen abgekuppelt werden und dann können wir unseren Güterwaggon auch woanders hinschicken. Und da gibt es noch die passende Laterne dazu. Immer wenn abgekuppelt wird, dann blinkt hier das Licht in diesem Lichtmast. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich ganz gut ausstaffiert und können mal ein bisschen schon mal anfangen zu bauen. Jetzt muss ich mir erstmal ein bisschen Platz auf der Anlage verschaffen. Das macht aber nichts, indem ich die Sachen einfach mal kurz hier zur Seite lege. Die holen wir dann nachher wieder mit dazu. Hänge hier ein bisschen was an meine Lochwand hinter mir und stelle die Sachen so ein bisschen als Inspiration hinter mich, damit ihr ein bisschen schauen könnt. Jetzt kommt nämlich die große Frage, wie soll die Anlage eigentlich aussehen? Was machen wir für einen Gleisplan? Und da gibt es natürlich überhaupt gar keine Grenzen, was die Kreativität angeht. Es gibt einfach nur eine Platzgrenze. Also was kann man auf so eine Größe bauen? Das sind jetzt hier, was ist denn das hier so? Ein Meter, wir messen es aus. Was habe ich jetzt hier genommen? Das sind jetzt, so, das ist ein Meter, no. 1,46 Meter, 1,47 Meter mal, komisches Maß, 98, hat aber einen Grund wahrscheinlich, ist wahrscheinlich sehr genau an den Maßen einer Modelleisenbahn ausgerichtet, denn wir können ja mal schauen, wie groß so ein Oval wäre. Also, wir haben eine Startpackung und jetzt können wir erstmal schauen, was geht hier eigentlich auf diesem Brett, was können wir machen. Und ich habe gesagt, ich möchte diesmal ein bisschen mehr Spielanlage bauen. Ich möchte, dass wir auf der Anlage ein bisschen mehr Rangierbetrieb haben, die Züge ein bisschen mehr fahren können. Ich möchte nicht einfach nur, dass es im Kreis geht, sondern ich möchte, dass man hier so ein bisschen sich in kleinen Details verlieren kann und damit ein bisschen was machen kann. So, jetzt fangen wir erstmal simpel an und bauen uns erstmal kurz einen Kreis. Aus mehreren Gleisen, beziehungsweise baue ich mir erstmal einen Halbkreis, damit ich schon mal weiß, wo ich bin. So, so haben wir den hier, oder einen viertelten Kreis besser gesagt, und dann legen wir den dahin. Ich mag immer so bauen, dass man ein bisschen Platz noch zum Rand hat. Na, also wenn das hier bis zur Kante geht, das finde ich nicht so schön, dann hat man da landschaftlich keine Chance, noch irgendwie einen schönen Bahndamm zu bauen oder sowas in der Richtung. Dann könnte ich jetzt theoretisch hier unten so weitermachen mit den Gleisen. Na, dann hätten wir so das Kleinste, was da so geht. So. Und dann wäre das so die eine Möglichkeit. Könnte man machen.
Will ich aber nicht, denn wir hatten in unserer Startpackung, hatten wir was Schönes mit dabei, nämlich diese Bogenweichen, die ich da euch letztes Mal schon gezeigt hatte. Na, das waren die Bogenweichen, die sind in der großen ICE2 Startpackung mit drin. Auch die habe ich euch nochmal hier an der Seite. Schaut mal her in der Startpackung, da sind diese Bogenweichen drin hier an der Seite. Und mit diesen Bogenweichen, da können wir eben dieses Oval ganz anders bauen. Also kriegen wir schon ein bisschen zweigleisigen Bahnbetrieb hin oder ein bisschen Rangierbetrieb, je nachdem, wie wir die Weichen gleich einsetzen. Würde bedeuten, ich kann hier vorne mit einem zweigleisigen Gleis arbeiten. So, damit ich da möglichst früh reinkomme, setze ich jetzt die mal hier an die Seite schon rein. Dann habe ich meine erste Bogenweiche da und auf der anderen Seite packe ich meine Bogenweiche hier hin und dann komme ich rum. Und jetzt baue ich eigentlich diese ECE-Startpackung ein bisschen nach. Von der Seite schauen wir mal kurz rein, was da so als nächstes käme. Hier kann man es ganz gut sehen. Also müsste ich jetzt hier 1, 2 Rundungen, runde Gleise runter machen und nochmal 1, 2. Also brauche ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 runde Gleise. Und die setze ich mir jetzt einfach mal kurz an die Seite hin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 2 hatte ich noch irgendwo. Wo sind sie hin? Ach so, ich habe hier noch eins genommen von meinem Anschlussgleis an der Seite. Dann machen wir das hier schon mal weg. Dann habe ich nämlich wieder eins gewonnen. Dann ist hier schon mal der Strom angeschlossen an die Anlage. So, jetzt brauche ich noch eins. Und dann komme ich eigentlich schon fast rum ums Eck, indem ich das jetzt hier da dran setze und hier dran setze. Also jetzt kann ich auf einem sehr engen Raum durch diese Bogenweichen schon mal ein bisschen zweigleisig spielen. Wenn ich jetzt hier eine gerade Weiche nehmen würde, dann würde ich ja erst hier rauskommen an der Seite und dann bräuchte ich viel mehr Platz in die Breite. So kann ich hier schon mal so damit spielen. So, ein Gleis fehlt mir noch. Wo habe ich noch eins? Da ist noch eins. Genau, das ist dieser Radius 1. Also eine Kurve in einem Radius 1. Wir könnten auch ein bisschen größer bauen. Mit einem größeren Radius bräuchten wir aber mehr Platz. So. Und jetzt habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen Spielbetrieb haben mit noch mehr. Das heißt, ich könnte jetzt hier raus an die Seite gehen und könnte mir hier noch ein Abstellgleis bauen. Mache ich einfach mal. Nehme ich wieder eine weitere Bogenweiche und könnte jetzt zum Beispiel dieses Gleis hier rausnehmen an der Seite. Ne? Hier an der Seite nehme ich jetzt so ein Radius 1 Gleis heraus und setze hier eine Bogenweiche ein. Und dann komme ich hier zum Beispiel schon an der Seite raus. Ne? Ich zeige das mal von oben. Dann kann man das hier sehen. Hier wäre jetzt zum Beispiel ein Abstellgleis an der Seite. So, und jetzt könnte ich überlegen, ob ich zum Beispiel ein Radius 2 Gleis nehme. Also es gibt ja die Rundungen, die runden Gleise in einem engen Radius und in einem weiteren Radius. Ja, dann könnt ihr sehen, hier habe ich jetzt ein kleineres rundes Gleis und jetzt nehme ich ein großes rundes Gleis und setze das einfach mal hier ein. Und dann kann ich hier zum Beispiel schon parallel rauskommen. Jetzt wäre ich hier schon an der Seite. Jetzt könnte ich theoretisch ein zweites Radius 2 Gleis nehmen und könnte versuchen, hier zweispurig komplett um meine Anlage zu kommen, was sogar hier funktionieren würde, weil ich hätte hier oben sogar noch Platz auf der Anlage. Also ich könnte komplett einen zweispurigen Kreis hier bauen und damit könnte ich zum Beispiel auch schon mal zwei Züge auf einer Anlage fahren lassen, ohne dass die sich irgendwann in die Quere kommen und ab und zu halten die mal am Bahnhof und dann können sie auch nochmal innen und außen wechseln. Das könnte sehr, sehr schön aussehen. Oder ich sage, ich mache mir das ein bisschen anders und baue mir hier zum Beispiel ein langes Gleis erstmal rein und gehe hier so ein bisschen in die Natur quasi, komme ein bisschen weiter weg und baue mir dann hier vorne so ein Abstellgleis. Auch das könnte ich machen. Ne? Habe ich mich noch nicht entschieden. Ich setze es erstmal so hin, dass es relativ geometrisch aussieht. Und je geometrischer es ist, desto besser sind natürlich die Fahreigenschaften, aber es sieht halt auch ein bisschen langweilig aus. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen breiter, denn ein bisschen Platz haben wir und schauen mal, was wir dazwischen noch machen könnten. Ich möchte diesen Raum hier in der Mitte nutzen. Ich möchte hier ein Betriebswerk haben, eine Baustelle, was auch immer, einen Lokschuppen, wo meine Dampflok parken kann oder mein Baustellenzug parken kann. Und deswegen will ich jetzt diesen Bereich ein bisschen besser ausnutzen. Das schauen wir uns mal an, was wir als erstes machen können. Das erste, was wir machen können, ist, wir können eine Weiche hier einsetzen. Dann kommen wir hier von der Innenseite nach innen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel machen. Ja, aber dann komme ich von da innen nicht mehr nach da außen, weil da vorne ist nichts mehr. Also könnte ich zum Beispiel meine Doppelkreuzweiche hier einsetzen.
könnt ihr die jetzt da hinsetzen. Na, dann seht ihr, wird es aber hier ein bisschen eng an der Seite, weil da brauche ich meine Kurve. Und so ein Gleis gibt es nicht. Ich könnte aber zum Beispiel jetzt das hier machen. Ich könnte mir hier unten eine Weiche einsetzen, na, hier an der Seite. Und könnte gleich mal versuchen, nach oben zu kommen. So, und jetzt habe ich schon ein ganz interessantes Gleisbild gebaut. Jetzt könnte ich nämlich hier von dem äußeren Gleis nach innen fahren und gleich in mein Betriebswerk hinein. Ich kann aber von meinem Betriebswerk auch wieder rausfahren und auf dieses Gleis. Also ich kann rechtsspurig fahren, linksspurig fahren, wie immer ich das möchte und kann hin und her wechseln. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich kann aber auch hier durch die Weiche reinfahren, hier oben an der Seite, lasse hier einen Zug warten. Der zweite Zug kommt dann hier rein und kann dann da oben wieder auf die Schiene rausfahren. Das wäre zum Beispiel zum Spielbetrieb, kann ich hier mit 2, 3 Zügen problemlos hin und her rangieren. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich diese Lücke hier auffülle. Und diese Lücke ist so groß wie ein 172er Gleis. Schaut mal, das hier ist genau die Lücke wie das 172er Gleis. Also eine Weiche ist an sich so breit wie ein 188er Gleis. Ich zeige das mal nochmal schnell. Na, das sieht man hier sehr schön von oben. Normalerweise ist eine Weiche ein langes Gleisstück. Wenn man aber danach wieder eine Weiche verbindet, die geht ein bisschen drüber hinaus, so eine Fingerbreit, dann braucht man hier ein 172er Gleisstück. Diese 172, 188, woher kommen die Namen? Die stehen einfach hinten drauf. Ich drehe mal das Gleis um, dann könnt ihr sehen, hier stehen diese Nummern an der Seite drin. Und genau diese Nummern, die können wir einfach ablesen und dann können wir die einfach da verbauen. So, ich zeige es nochmal von oben. Also haben wir jetzt hier unser C-Gleis schon richtig eingesetzt. So, das würde schon ganz gut aussehen. Und jetzt bräuchte ich hier auch wieder so ein kurzes Gleis an der Seite, damit das Ganze wieder gut zusammenläuft. So, würde also jetzt auch hier schön funktionieren mit der Doppelkreuzweiche, die ich in einem letzten Videos schon mal gezeigt habe, wie man die auch digitalisiert mit einem Weichendecoder. So, jetzt ist es aber hier ein bisschen eng. Also wenn ich da jetzt ein Abstellgleis brauche, dann müsste ich hier sehr eng reinfahren und ich möchte vielleicht noch was machen. Vielleicht habe ich noch eine Weiche übrig und möchte hier so ein richtig schönes Betriebswerk machen. Ich möchte hier reinfahren in die Seite, ja, hier so rein. Ne? Könnte man sich jetzt auch gut vorstellen. Aber jetzt wird es hier ein bisschen eng. Das werde ich nicht hinkriegen. Ja? Jetzt könnte ich das aber hier immer noch ein bisschen breiter machen, weil noch habe ich Platz auf meiner Anlage. Da hinten wird es langsam ein bisschen eng. Aber hier vorne ist nach rechts noch ein bisschen Platz. Und das ist ungefähr so viel Platz wie zum Beispiel so ein, ja, 188er Gleis wieder. So ein langes. Was ich eigentlich nicht bräuchte. Weil ich eigentlich hier ja wieder ein kurzes bräuchte, um hier anzuschließen an der Seite. Aber hier ist es eigentlich ziemlich egal, weil ich ja hier nicht mehr mit irgendwas bündig sein muss. Hier muss es ja nicht verbunden werden. Hier bleibe ich getrennt. Hier kommt ein Abstellgleis hin. Und jetzt kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Ich setze hier jetzt mal so ein langes Gleis ein. Ich muss nur merken, hier ist ein langes, ein kurzes, ein langes. Also lang, kurz, lang. Weil das brauche ich dann da oben auch wieder. Ich brauche dann hier oben auch lang, kurz, lang. Die muss ich mir also schon mal vorbereiten. Das kann ich bei der Gelegenheit schon mal machen, damit ich später wieder richtig in der Geometrie bin. Also lang, kurz und lang hatte ich gesagt, oder? Dann fehlt mir noch ein langes. Schauen wir mal. Nehme ich jetzt erstmal das von da unten und setze das hier ein. Also lang, kurz und lang. Und jetzt setze ich die hier oben einfach schon mal dran. Noch kommt man da sehr gut hin. Und noch kann man das alles ganz gut verschieben. So, auch hier vorne. So. Gut. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Und von der Gleisgeometrie kommt man da auch gut rum. Es passt jetzt nicht ganz hier in dieses Kamerabild, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Ich warte mal hier unten, dann kann man sich das gleich sehr schön vorstellen. Jetzt komme ich auch hier sehr schön rum mit meinem Gleis und kann hier schön parallel zu diesem Gleis wieder gehen. Ich habe mal hier so einen weichen Bogen genommen. Das ist ein bisschen anderes Gleis als eine klassische runde Schiene. Schaut euch das mal an. Das ist eine ganz normale runde Schiene im Radius 1, die ihr hier seht. Und die hier ist ein Ticken anders vom Radius. Die ist ein bisschen enger. Ja, sieht man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sehr, aber die ist ein bisschen enger. Weil wenn ich die hier dran mache, dann geht die nicht parallel weiter. Ich mache die jetzt bewusst falsch mal hin. Dann seht ihr, dass... Oder? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ne, stimmt. Genau. Das würde jetzt nicht so ganz parallel hier enden. Die geht zu weit rein. Man sieht es fast nicht.
Es sieht fast richtig aus, aber es würde dann doch falsch enden. Deswegen nehmen wir die hier. Und diese Schiene ist komplett richtig. Jetzt sind wir hier parallel. Und jetzt können wir zum Beispiel hier einen Prellbock dran machen. Ne? Da würde ein Prellbock dran gehen. Und da würde auch ein guter Prellbock dran gehen. Jetzt haben wir hier genügend Abstand noch für ein Gebäude oder für eine Böschung, können nach oben bauen. Ich kann aber auch sagen, nur vielleicht haben wir noch ein bisschen Platz. Dann kaufen wir ein ganz kleines Mini-Gleis oder zwei. Und dann können wir sagen, wir machen das hier zum Beispiel noch an die Seite hin. Die müssen ja auch nicht alle gleich lang sein. Vielleicht ist es total langweilig, wenn die so gleichförmig sind. Also machen wir das ein bisschen länger und das machen wir ein bisschen kürzer. Würde auch gehen. Wir sagen, ja, das ist hier zu lang. Nehmen wir eins von den Mini-Gleisen einfach wieder raus und setzen das hier hin. Und dann können wir das andere, ich habe zwei unterschiedlich lange Mini-Gleise genommen, setzen wir da rein, dann ist es auch nicht so gleichförmig. Ne? Sieht aber auch schöner aus, wenn wir das jetzt hier haben. So, jetzt haben wir hier noch Platz für zwei lange. Und ein langes Gleis kann man auch unterteilen in zwei so Mini-Gleise. Das sind dann diese hier, diese Längen. Das sind 94 mm. Halt es mal ganz kurz hier in die Kamera rein. Das ist ein ganz, ganz kurzes Gleis. Das ist halb so lange wie ein langes Gleis. Und davon kann ich theoretisch auch zwei nehmen. Warum? Ja, weil die gibt es nämlich in der Speziallänge. Das ist zum Beispiel genauso lange wie ein, nee, falsch, hätte ich gedacht, wie ein Prellbock. Nee, ist es nicht. Aber das ist zum Beispiel genauso lange wie eines dieser Entkupplungsgleise, die ich vorhin euch gezeigt habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel meinen Zug entkuppeln möchte mit so einem Entkupplungsgleis, dann wäre das hier die richtige Länge. Wenn ich die beiden also hintereinander anschließe, dann sind die beiden genauso lange wie ein langes 18,8 cm langes. Und das machen wir jetzt einfach. Wir nehmen das hier an die eine Stelle, hierher, und das Entkupplungsgleis. Ich habe da schon mal eins ausgepackt und auch schon mit einer Laterne versorgt. Ne, so sieht das dann aus. So. So sieht es aus, genau. Und dieses Gleis, das kann ich zum Beispiel nehmen, um einen Wagen abzukuppeln. Dann fährt der Wagen da drüber, dann geht dieser Mechanismus nach oben und dann werden die Wagen abgekuppelt. Und das kann ich jetzt zum Beispiel hier hinsetzen, an diese Seite. Und nachdem mein Gleis da hinten 188 mm lang ist, da hinten an der Seite, brauche ich jetzt einfach hier wieder zwei, die in Summe wieder so lang sind wie das hier. Und jetzt kann ich das hier schon sehr schön da einbauen. Jetzt brauche ich noch ein langes. Und da haben wir in den letzten Episoden was vorbereitet. Wir haben nämlich ein Signal gebaut, nämlich ein schönes Ausfahrtsignal, ein Hauptsignal. Das hier, das Flügelsignal. Und das hatte ich schon mal an so ein Gleis dran geklebt vom letzten Mal. Das können wir auch wieder wegmachen nachher oder durch ein Lichtsignal ersetzen. Das war jetzt aber auch ein langes Gleis. Das heißt, ich kann jetzt mal die Sachen, die ich in den letzten YouTube-Videos vorbereitet habe, einfach mal zusammensetzen. Und jetzt habe ich ein ganz schön schickes Gleisbild auf den ersten Blick. Also damit, glaube ich, kann man sich schon mal eine sehr schöne Spielanlage jetzt vorstellen. Würde bedeuten, der Zug kann zum Beispiel von hier kommen, an der Seite, und kann dann hier in den inneren Kreis reinfahren, könnte entweder hier im Bahnhof stehen bleiben, könnte hier einen Wagen abkuppeln, könnte hier wieder rausfahren ohne seine Wägelchen, dann kann die Lokomotive einmal rumfahren, kann aufs äußere Gleis wechseln, kann vielleicht hier warten, hier an dieser Stelle. Eine andere Lokomotive fährt vielleicht hier los, fährt auch wieder diesen Kreis, fährt hier wieder zurück und holt den abgekuppelten Wagen ab, fährt mit dem Wagen dann wieder weiter, fährt wieder auf den inneren Kreis, hält vielleicht hier an, die andere Lok fährt wieder weiter, dann könnte die Lokomotive hier reinfahren und könnte zum Beispiel hier vorne im Abstellbereich das Gleis wechseln. Ihr habt aber natürlich völlig recht, wenn ihr sagt, Moment mal, Michael, du hast doch da gerade noch ein zweites Entkupplungsgleis gehabt. Ist es nicht viel schlauer, das Entkupplungsgleis vielleicht hier reinzumachen, in den Rangierbahnhof? Dann kann nämlich die Lok mit dem Wagen rückwärts reinfahren, kuppelt den Wagen ab und fährt ohne den Wagen wieder raus. Auch sowas würde gehen. Dann muss ich einfach nur dieses Gleis hier rausnehmen und kann dann sagen, naja, natürlich wäre die Idee auch da schön. Und dann könnte ich zum Beispiel mein Entkupplungsgleis auch hier einsetzen. Und auch dann wäre das an sich eine coole kleine Nummer, die Züge hier ansetzen. Jetzt ist nur die Frage, wo setze ich das an? Weil der Wagen muss natürlich noch hinten aufs Gleis draufpassen. Ne? Und dementsprechend bräuchte ich nach hinten ein bisschen mehr Platz. Da würde ich dann einfach so viel Platz lassen, dass da hinten noch ein Wagen stehen kann. Das wäre dann etwa so lang.
Und die Lok muss ja auch noch rückwärts rausfahren können. Das heißt, das hier wäre schon, ja, müsste man sich überlegen. Also würde sicherlich irgendeiner Weise funktionieren. Da fände ich es dann fast schöner, das mit dem kurzen Gleis hier zu verbinden. Aber das hängt natürlich sehr von eurem Waggon ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal diese beiden Wagen hier nehmen, nur als Beispiel. So. No. Jetzt hätte ich so ein Entkupplungsding gebraucht. Die haben sich jetzt schön verhackelt, genau. So, da haben wir jetzt zwei Wägelchen. Der eine ist natürlich sehr schön kurz. Der könnte hier wunderbar abkuppeln, den wir hier haben. Der andere ist aber zum Beispiel zu lang. Der könnte hier nicht vernünftig abkuppeln. Das ist halt die Frage, wie ihr das bei euch jetzt basteln wollt. Also das wäre jetzt zu kurz. No, aber das könnte man auch hier an diese Stelle schön machen. Das sind so alles so Dinge, so Kleinigkeiten, die können jetzt bei der Planung natürlich noch berücksichtigt werden. Wenn es dann später liegt und dann ihr vielleicht die Gleise sogar festgeschraubt habt, dann wird es ein bisschen tricky. Und das war der Grund, warum ich mein Entkupplungsgleis hier geplant habe, weil hier habe ich natürlich genügend Platz, um nach hinten zu kommen mit dieser Kurve. Und nach vorne habe ich auch ein bisschen Platz über die Weiche. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich glaube, Modellbahn ist immer so ein bisschen Kompromiss aus, was ist besonders realistisch und was kriege ich vom Platz her auf meiner Anlage zu Hause unter. Na, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das Entkupplungsgleis hier hinzusetzen. Dann kann auch ein Wagen ohne oder eine Lok ohne Wagen wieder aus dem Bahnhof raus. So, räumen wir das dabei wieder auf. Haben wir noch eins übrig für später, falls wir doch noch mal eins verbasteln wollen. Gut, also, dann bleibt es erstmal dabei. Nämlich unser Entkupplungsgleis ist hier vorne am Bahnhof. Hinten ist der Prellbock. Und hier ist dann quasi erstmal die Party zu Ende. Und ja, jetzt kann ich da hinten auch noch, stelle ich das mal da drauf hier, das Wägelchen, dann ist der schon mal aufgeräumt und der auch. So, jetzt kann ich natürlich da hinten weitermachen an dieser Stelle und kann sagen, was passiert hier noch? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich schiebe das ein bisschen nach vorne und hätte vielleicht da hinten auch noch Platz für einen kleinen Prellbock und kann da hinten eben auch noch mal eine Lokomotive parken. Dann ist die hier noch gut mit aufgeräumt. Und ihr seht, ich gehe wieder nicht bis zur Kante nach vorne. Ich möchte immer noch ein bisschen Platz haben für ein Landschaftsbild. Das heißt, ich könnte hier nach oben gehen. Ich habe also hier vorne noch genügend Platz auf der Anlage frei, um für die Landschaftsgestaltung noch genügend Raum zu haben. Denn wenn ich so wirklich an die Kante baue, dann habe ich hier kein Gras mehr. Ich habe hier keine Böschung. Ich kann hier keine Büsche setzen. Und da gibt es eben auch schöne Sachen, die man dann später setzen kann. Wie zum Beispiel, was habe ich hier noch mitgebracht? Ja, große, große Bäume noch an der Seite und die müssen ja auch irgendwo stehen. Und wenn so ein Bäumchen keinen Platz mehr hat, weil da ist kein Platz mehr für einen Baum, dann wird es landschaftlich eben nicht mehr so hübsch. Ne? Also insofern lieber ein bisschen mehr Platz lassen als zu wenig. Ich leg die mal hier an die Seite, die beiden Bäume, die brauchen wir relativ am Schluss. So, ja, und jetzt kann ich eigentlich loslegen und kann meine Anlage erstmal in der Funktion testen. Je öfter ich das mache, desto sicherer ist dann natürlich dann später, wenn es dann mal verschraubt und verklebt und verschottert und vergipst wird, der Fall, dass meine Züge auch richtig fahren. Das heißt, jetzt kommt erstmal eine sehr schöne Phase bei euch auf der Anlage, nämlich Spielspaß im Rohbau. Deswegen Mobile Station anschließen und man nimmt sich eine Lokomotive und probiert erstmal rum, wie das alles funktioniert. Ich nehme jetzt mal die schöne kleine Dampflok aus dieser Güterzugpackung der Epoche 3 und setze die mal hier drauf und schalte meine kleine Bahn an und warte ganz kurz, bis die angeschlossen. Habe ich schon angeschlossen? Ich glaube schon. So, dann lassen wir die noch kurz sich erkennen. Und jetzt kann ich eben hier mit meiner Anlage einfach schon so ein paar Probefahrten machen, kann die Weichen alle ausprobieren, funktionieren die an der Stelle, ist die Steigung zu hoch, ist sie zu niedrig und kann einfach schon mal mit meiner Lok ein paar kleine Runden drehen und fahre einfach mal hier erstmal ein bisschen über die ganzen Gleise drüber, auch hier über das Entkupplungsgleis, das funktioniert sehr gut, genau. Dann fährt sie hier weiter, meine kleine Lok, und ich kann mal sehen, kommt die auf diesem Gleisstück zurecht. Aha, jetzt fährt sie nach außen. Na, und da sehen wir hier zum Beispiel, da habe ich irgendein blödes Gleis genommen, das ein bisschen schmutzig aus der Kiste gekommen ist. Das muss ich vielleicht austauschen. Da habe ich hier irgendwas Doofes gemacht. Ich habe ein paar alte Gleise aus den Kisten geholt, die ich noch übrig hatte. So, dann schauen wir einfach an, dass sowas nicht passiert, weil ihr wollt natürlich nur die besten Gleise verwenden. Also wenn ihr was Gebrauchtes noch habt oder sowas, dann kann es sein, dass die manchmal halt schon so ein bisschen abgenutzt sind. Und dementsprechend lieber ein paar Probefahrten machen, damit das auch alles funktioniert. So, hier nochmal drüber. Jetzt hat es funktioniert. Da war einfach nur Staub drauf.
Und jetzt können wir auch mal nach innen fahren hier und können mal testen, ob sie da rumkommt, die Lok. So, nach außen, von außen wieder nach innen und von innen vielleicht wieder zurück. Und dann können wir hier erstmal mit den Händen hin und her rangieren. Ja, und jetzt habt ihr diese Startpackungen genutzt und habt einfach mal das aufgebaut, was in den Packungen schon drin war, mit ein bisschen Zubehör, aber mit jeder Menge Spaß. So, nach außen, das hat auch funktioniert. Und hui, dann ist sie da angekommen. Oh, das war ein bisschen schnell. Dann ist sie da angekommen. So, und jetzt könnt ihr euch überlegen, was als nächstes kommt. Wir hatten in den Episoden vorher, hatten wir zum Beispiel schon die Weichen zum Teil digitalisiert. Also hier erinnere ich mich, hatte ich schon einen digitalen Weichenantrieb eingesetzt und hatte die Weiche auch schon mit einem Decoder versorgt. Genau, die schaltet auch schon. Das heißt, ich kann diese Weiche schon schalten. Dann hatte ich die zweite Weiche, hatte ich hier oben schon mit einem digitalen Weichenantrieb versorgt. Und ich hatte auch schon das Signal mit einem Decoder versorgt. Die sind nur alle von den Adressen gerade noch ein bisschen durcheinander, weil das Signal auf derselben Adresse sitzt wie die Weiche. Macht aber nichts, das kann man dann auch noch mal ausprobieren. Die Doppelkreuzweiche hat auch schon einen elektrischen Weichenantrieb und einen Digitaldecoder. Habe ich also noch 1, 2, 3 Weichen, die da hinten so ein bisschen verstreut sind, die ich auch noch verkabeln könnte. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen, wenn ich jetzt keine Weichen-Einbaudecoder verwenden möchte, so wie diese hier oder diese da, ne? Also die Antriebe brauche ich sowieso. Aber ich kann jetzt entweder diese Digitaldecoder verwenden, die ihr hier sehen könnt. Ja. Dann habe ich den da. Den kann ich direkt unter die Weiche einbauen. Oder ich nehme sowas hierher. Das ist ein sogenannter Weichen-Mehrfach-Decoder. Das heißt, wenn ich viele Weichen habe, kann ich ein bisschen Geld sparen, indem ich mehrere Weichen, nämlich 4 Stück, an einen so einen M83 anschließe. Und dann kann ich hier natürlich auf der Anlage ganz anders bauen. Ich sag mal so, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden, der ganz praktisch ist. Das hier würde ich allen empfehlen, die Teppichbahner sind, ne? Die viel auf- und abbauen, die ganz wenig Kabelsalat wollen. Das hier ist super für alle, die jetzt, Klopf auf Holz, ja, unter die Anlage was bauen können, weil diesen Decoder, den könnt ihr einfach unter die Anlage schrauben. Und wenn ihr jetzt euch 2 solche Decoder holt, dann könnt ihr hier bis zu 8 Weichen anschließen. Und die nächste gute Nachricht ist, ihr könnt mit diesem Decoder, mit diesem M83, könnt ihr auch dieses Entkupplungsgleis hier digital schalten. Das heißt, man kann statt einer Weiche auch so einen Artikel hier direkt anschließen. Also diese beiden Kabel hier, das blaue und das gelbe, kann man auch direkt an den M83 anschließen. Würde bedeuten, wir haben jetzt einen so einen Decoder hier auf der Anlage oder unterhalb des Brettes liegen und können 1, 2, 3, 4 Weichen anschließen. Also 1, 2, 3 plus unser Entkupplungsgleis. Und die anderen 3 haben ja schon einen Weichen-Decoder vom letzten Mal, von den letzten YouTube-Videos. Das heißt, den werde ich jetzt dann mal in den nächsten Tagen anschließen und verbasteln und werde einfach hier die übrigen 1, 2, 3 Weichen plus dieses Entkupplungsgleis noch anschließen. Ansonsten funktioniert der genauso wie auch diese Digital-Decoder. Die haben auch ihre Adresse, die man wieder einstellen kann über so einen kleinen Dip-Schalter. Und dann kann man die genauso auch mit der Mobile Station digital schalten, so wie ich das gerade eben mit dem Signal hier gemacht habe, dass ich das hier einfach umschalte, direkt über die Mobile Station. Ja, macht da sehr viel Spaß. Trotzdem brauche ich hier sowas noch, nämlich einen weichen Antrieb. Den muss ich einfach auch hier wieder in die Weichen dann einbauen. Das heißt, auch da muss unter so einer Weiche so ein Antrieb eingebaut werden. Und ich glaube, das habe ich auch schon vorbereitet. Zeig das mal, beziehungsweise schau einfach mal nach unter der Weiche, wie weit ich da schon fortgeschritten bin. Pustekuchen, nichts hat er gemacht, nichts vorbereitet. Da muss ich jetzt einfach nochmal an die Weiche ran und müsste jetzt hier unten nochmal so einen weichen Antrieb einbauen. Na, das wäre jetzt so einer der nächsten Schritte, die man machen könnte. Also, von der Reihenfolge. Aufbauen, Stellprobe, Fahrprobe. Und wenn das alles gut fährt, wenn sich das alles gut anfühlt, erstmal einfach genießen. Also nicht zu schnell bauen, nicht gleich alles mit Gips zugipsen und sagen, jetzt muss es fertig werden, wir haben noch 2 Wochen Zeit. Nein, das ist eine Sache, da kann ganz, ganz viel Geduld rankommen. Ich erkläre das hier bei YouTube ein bisschen schneller, von einer Episode zur nächsten. Aber lasst euch Zeit. Das ist eine wunderschöne Phase, die jetzt kommt. Spielen mit der Anlage, ausprobieren, könnte sie so fahren oder mache ich hier noch eine Weiche rein und fahre dann nochmal nach innen oder baue ich mir vielleicht
so eine Drei-Wege-Weiche noch irgendwo ein, um woanders hinzufahren? Auch welches Signal passt an welcher Stelle hin? Na, wir sehen zum Beispiel hier, diese Signale brauchen Platz. Das heißt, wenn ich hier zu sehr an die Kante gehe, habe ich vielleicht später keinen Platz mehr für mein Signal. Oder sieht das Signal in der Kurve so schön aus? Will ich das überhaupt an der Stelle haben? Habe ich Platz, dass hier ein großer Zug rangieren kann? Probiert das an dieser Phase aus. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ehrlich gesagt, habt ihr jetzt schon hier ein sehr schönes Spiele-Layout vor euch liegen. Das heißt, jetzt können wir dann in den nächsten Episoden die Sachen schon mal weiterbasteln und dann auch mal mit dem Landschaftsbau, mit der Gestaltung beginnen. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann.